Uno, dos, tres. Barcelona. Sehr Willkommen zurück schön. bei Formel 1. Wir sind in Spanien. Barcelona, der große Preis. Immer noch mit dabei der Sepp Endlich. und der Manu. Mahlzeit. Servus. Endlich wieder warmes Wetter. Und da Regen gestern, genau. Also das letzte Rennen gestern in Russland, das war ja. Oh, Haken wir das ab. Ist auch schön gewesen. Sepp, dein Auto wieder zusammengepuzzelt? Alles wieder in Ordnung. So, dann schauen wir uns mal die Strecke an. Was haben wir denn hier? 29 Grad, Luft 20. Reifen. Oh, hier haben wir die harten Reifen. Die sind Harte, super, wa? Medium und Soft. Krass. Aber gar keine Supersoft oder sowas. Okay. Alter, diese Ausfahrt hier schon wieder. Gucken wir uns mal das gute Stück an, ne? Auf jeden Fall wieder eine interessante Boxenausfahrt. Alter Schwede. Was soll los? Auch der Dreier. Jetzt schon. Huch, ey. Alter, Was ich machst komme denn gerade du? gar nicht klar. Uhu. Boah, das ist knapp. Das war knapp. Mir kam auch gerade ein schönes Heckenstück. Oh. Eindeutig ein Einfallstück. Oi. Alter. Das ist definitiv die falsche Einstellung bei mir. Ich habe einmal Rausbeschleunigen hoch zu kämpfen. Hier sieht doch der Einfahrt, ja, wa? Ja, oh. Erste Einführungsrunde schon spektakulär bei mir, ey. Meine Güte. Auf jeden Fall rutschig. Da ist ja noch kein Gummi auf der Strecke. Das ist noch kein Safety-Rennen. Gehe ich eindeutig zu früh von der Bremse. Die letzte Kurvenpassage vor Start und Ziel, die ist echt so schlimm. Mit meiner Die wollen die alle Rundenzeit bin ich auf Platz raus. 5, ey. Wer will nicht raus? Ja, sind doch nicht viele drin. Ja? Weiß nicht. Lass sie doch. Braucht eh keiner.
Die fahren bloß im Weg rum. Oh, komm rüber. Wow, Alter. Schon heftigst. Boah. Die Kurve kriege ich einfach nicht hin. Also entweder sind das die Reifen oder die Strecke ist wirklich noch nicht so fit, aber ich bin echt teilweise übelst am Rutschen. Das habe ich so extrem noch nie gehabt. Wenn du hier auf die Körbs kommst, dann gehst du ja gleich weg. Ja, übel. Alter. Komme nicht von Platz 5 weg. Ganz schön anstrengend, du. Oh, ein Abflug. In der Kurve ist so eine blöde Bodenwelle drinne. Kurve, ne? Nach der engen. Nach der engen Kurve, wo es dann so links, rechts hoch geht, ja. Mhm. Hey, da holst du den Pack auch immer wieder raus. Boah, ey, brutal. Bin jetzt direkt mal abgeflogen. Mensch, werde doch fertig. Blöden Stecker da dran schnipsen.
Fähigkeiten. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,27,2. Der letzte Sektor ist gar nicht so schlecht bei mir, aber... Probieren wir das mal. Wir nehmen die Änderungen vor, die du angefordert hast. Alles klar. Ich glaube, es liegt schon ein bisschen besser, das Auto. Das wird wieder eine tolle erste Kurve. Oh ja. Die letzten Kurvenpassagen sind interessant. Oh ja, vor allem wenn du da im Verkehr bist. Wahnsinn, ey. Die sind so gefährlich. Wenn du da nicht auf der Ideallinie bist. Ja, hier auf der Strecke merkt man richtig, wo der Dreck ist. Ja. In der Rundenzeit stehst du jetzt auf P7. Ja, auf jeden Fall komme ich mit dem Setup jetzt besser klar. Wenn ich jetzt mal noch ordentlich fahren würde, dann würde da auch was draus werden.
Aber bei den harten Kurven weißt du jetzt auch, warum es bloß bis Softreifen geht. Ja. Die Ultrasoft oder Supersoft, die würden ja jetzt 2 Runden überleben. Da werden die runtergerubbelt. Weiß zwar nicht wo, aber ich habe noch mal eine halbe Sekunde rausgeholt. Bitte was? Fangen die jetzt schon wieder mit so einer kranken Zeiten an? Mal so kurz hat, wenn du 3 Runden fährst. Hätte ich fast die Garage gesehen. Ich glaube, hier mache ich im Rennen Abflug hin in der Schikane. Krieg die Ideallinie immer nur ganz schwer an. Wenn du die nicht hast, ist es so gefährlich. Ja, Manu auch plus 5. Ja. Ja. Sind schwer die Strecke. Die Kurven sind heftig, ey. Mhm. 4 riskieren kannst du da nicht. Wenn du einmal zu früh Gas gibst, bist weg. Ja, kommt gleich Heck rum. Alter, 2 Sekunden bin ich langsamer. Oh mein Gott. Und das mit Medium sogar. Oh mein Gott. Du hast es geschafft. Als ob Sans echt vor mir ist. Das kann ich gar nicht glauben. Also, das ist ein 7 oder ein 8er. Wo ist denn Sepp? Ja. Ja, halb, guck mal, wie knapp wir zusammen sind. Ja. Wahnsinn. Ach, eben. 302, 320. Ricardo ist auch nicht weit weg. Ja gut, wir haben ungefähr die gleichen Autos, also. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 26. Alter, 1:24.3 haben die eine Meise, ey. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen, also. Mit Medium. Das ist ja mal völlig krank, ey. Ja, halt nochmal, natürlich. Hä? Hat nochmal eine schnellste Runde gemacht. Na geil. Sind jetzt schon über 2 Sekunden, oder? Also selbst hier am Anfang die langgezogene Rechtskurve. Ja, die. Da kannst du auch ganz viel Zeit liegen lassen. Wenn es ein bisschen zu weit außen und innen bist, dann war's das. Ja, wenn du das nochmal korrigieren musst.
Vor allem Anfang vom Rennen wird er mit dem schweren Auto hier lang. Oh. Das wären spitzige Runden. Wird schon Angst. Hä, hey, ich habe das Auto wieder kaputt, wieso habe ich da keinen Griff gerade? Was sind die Reifen schon so schlecht? Ja, gar nichts mehr, ich komme hin. Vor kein Grip mehr. Das war schon wieder scheiße. Der Körper ist so brutal. Was ist bis jetzt die schlimmste Strecke? Mit der Rundenzeit stehst du jetzt auf P4, vierter Platz. Aber du musst es positiv sehen. Nächstes Rennwochenende wird schlimmer. Was kommt da? Monaco. Da kommt Monaco. Oh, nee. Das wird ja spaßig. Da wird mein Vorsprung verschwinden. Ich glaube, da werde ich von der Strecke verschwinden, ja. Auf so eine Strecke hier kannst du ja mal kleine Fahrfehler ein bisschen ausbügeln, aber dort ist Ende. Im Gelände. Ja, wenn du da rauskommst, dann ist ein Auto. Sepp kennt das ja. Habe ich mir sagen lassen. Aber das kann schnell gehen. Auch hier kann man sein Auto ganz schön schnell zerlegen. Ja. Wenn man das möchte. Ich komme nicht annähernd an die anderen ran. Ich nehme auch irgendwie die Kurven jedes Mal anders. Ich weiß auch nicht so richtig. Das ist ja, ich bin mir auch. Jede Kurve fahre ich anders. Nein. Boah. Gerade noch so gefangen. Na, ah, die habe ich kacke gefahren. Aber richtig. 5 Minuten jetzt brennen. Wie viel? 5. So, oh, das war schnell vergangen gerade. Ja. Normalerweise habe ich immer zu viel vom Training, diesmal habe ich zu wenig.
Diese eine Kurve schaffe ich ja auch da wieder fast nie. Wenn man das hier irgendwie überspringen könnte mit dem Huch, mit dem Flöten reingeschiebe. Ja, aber das glaube ich in echt auch so, dass man immer reingeschoben wird. Ja, aber da geht halt so viel Zeit flöten, ey, der die scheiß Stecker an die Matten dran hat und alles. Das ist halt ziemlich realistisch gemacht. Ey, ich glaube nicht, dass er in dem Auto sitzt und wartet, bis er die Heizdecken dran hat und dann sagt, Hombre, jetzt kannst du mir das Tablet geben. Ja gut, das weiß ich nicht. So was einstellen, was ist das eigentlich so denn, dass du vor dem Training sozusagen das Strategieflusstraining fertig hast? Da hast du bis 6 Stunden draußen, dann Reifenwechsel und dann bist du nochmal 6 Stunden draußen. Ja. Stimmt, so eine richtig, sagen wir, Rennsimulation sogar schon. Dann halt. Ja. Okay, ein neues Setup für dich. Alles fertig, wir sind bereit. Ach komm, Ombre. Ich. Boah, eine Sekunde immer noch. Was hast du denn für eine Rundzeit? 1,25,4. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Da bin ich ja dichter dran. Ja. 3/10 fehlen mir noch. Ist das schon eine schnelle Runde? Nö. Okay. Es ist so brutal. Nein. Oh. Danke, Manu. Noch eine Minute, nur eine Minute noch. Nein, ah. Genau diese Kurve schaffe ich nicht. Nein. Boah, das ist so gefährlich hier, ey. Ein Heck bricht ihm aus. Oh. Oi, Sepp. War mal eine perfekte Runde von mir. Die musst du dann bloß morgen noch mal fahren. Mhm. Okay, jetzt ist jede Reifenklasse. Muss man fahren. Ja, mal jo.
Hab da schon wieder so viel Zeit liegen lassen, ey. Also die Kurvenpassage hier hinten, das, ne, das wird so rennentscheidend. Da musst du da ja dahinter bleiben, weil da ist ja absolut nicht möglich zu überholen. Wenn er sich dann da auf einmal dreht. Ja, eben. Du kannst da so viel Zeit verlieren und auch viel Zeit gut machen, aber es ist halt ein schmaler Grat. Boah, ist jetzt um einiges schneller als ich. Na komm, mache deine Decken dran hier, du Honk! Alter Hamilton, Alter. Eine halbe Sekunde schneller als wir. So. Ich hab das auch noch mal hingucken lassen, Junge. Oh, die Zeiten, also das ist alles so knapp. Bei Hamilton 1,24,9, da vorne die Doritza garantiert eine 1,22 im Qualifying. Ja. Eieiei. Weil der Typ da ist mit Medium, das hier vorne, ne? Ja, eben. Das ist noch das Schlimme dabei. Der Vettel mit Hort. Ja, es kommt halt aufs Auto drauf an, wo, wie das Auto mit die Reifen klarkommt. Er hat Apikos. Hab's gesehen. Oh, das war's. Boah, verdient ihn drauf. Alles klar. Krasse Zeiten. Aber richtig krass. Rennleitung, Vorfälle gibt's keine. Zum Glück. Eigentlich hätte ich was kriegen müssen für Blockierung der Strecke. Warum? Bei deiner Drehung. Ja, das war da kannst knapp. Du nicht so viel. Na gut, dann schauen wir mal morgen im Qualifying, was diese Zeiten hier wert sind. Oh ja. Ob man überhaupt bestätigen kann. Ja, das außerdem. Gut, dann vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und bis morgen. Ciao. Bis zum Qualifying.